Willst du mich verarschen, Sherlock? Willst du mich jetzt wirklich, ey, richtig so hart verarschen? Jetzt kann ich nichts weiter. Zahnrad habe ich. Die Times. Ist das scheiße? Wenn man nicht weiß, was man machen soll. Zumindest nichts findet. Ich würde es gerne, Sherlock geben. Toll. Dieser arme Mann. Ich muss. Nee, ich finde nichts. Ich will eigentlich nicht hier jetzt sagen, dass wir das gleich erst wiedersehen. Eigentlich nicht. Okay. Die Achse. Eines der. So. Oh, was hat mir das jetzt gebracht? Darf ich jetzt gehen? Ich frage. Ich guck mal, ob sich bei Holmes irgendwas verändert hat. Dunkle. Hier gehört Eigen. Das bewegt sich, okay. Da oben. Dieses Eisenteil ragt sehr gut. Das Holzgerüst. So, Diplomatenpässe, das könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Freies Geleit im Falle einer Krisensituation. Ausweise für hochrangige Staatsdiener. Aber wie es aussieht, alle ohne Namen. Fehlt immer noch ein Zahnrad. Muss ich wohl zu Watchen zurück. Ich muss. Wir haben ihnen nicht. Doch, habt ihr. Die Achse verbindet das Rad mit dem Mahlstein. Die Achse verbindet das. Okay. Das habe ich schon mal gefunden. Dafür gibt es. Okay. Ich darf irgendwie auch nicht da durch.
sage... Dieser arme Mann... Ich komme mal wieder nicht weiter. Warum? Mann. Warum darf ich nicht einmal weiterkommen? Da war doch gerade was. Nur Illusion wahrscheinlich. Illusion. Na gut. Ich muss es leider tun. Wir sehen uns gleich sofort wieder. Also bis gleich. Weiter geht's. Und jetzt habe ich hier was gefunden. Guck mal, was hier passiert. Drei. 2, 3, 6. So. Ein mechanischer Zeitzünder. Aufgerollte Lunden. Ich habe den Zeitzünder einer Bombe gefunden. Sie sind Terroristen, nicht wahr? Unterdrückerische Kräfte sind einer zivilisierten Unterredung nicht fähig. Sie verstehen nur Propaganda. Sie sind Mörder. In erster Linie sind wir freie Menschen. Frei von moralischen Zwängen eines Systems, das jeden ausbeutet. Ganz im Gegensatz zu Ihnen. Sie sind doch nur ein armes, kleines Schäflein, das ohne seine Herde verloren ist. Aleko, sag ihm, dass wir da nicht wieder hingehen. Aus meinem Bruder spricht die Weisheit eines freien Mannes. Wenn sie gekommen sind, um uns zu töten, dann tun sie, was sie nicht lassen können. Aber wir werden ihnen nicht folgen. Wir wurden einmal getäuscht. Und es wird kein zweites Mal geben. Sie irren sich. Ich bin kein Mörder. Dann sind Sie sogar noch dümmer, als ich dachte. Sie wissen nicht einmal, warum Sie hier sind. Ich bedauere Sie. Sie sind sogar noch blinder als ich. Haben Sie das Haus des Richters in London in die Luft gesprengt? Die Justiz und ihre Repräsentanten sind die größten Heuchler dieses Landes. Richter Beckett war einer von ihnen. Gott sei Dank war es nicht. Wir haben die Bombe gebaut. Aber wir waren es nicht, die sie dort platziert haben. Der Auftraggeber hat das selbst in die Hand genommen. Wer? Yanomogu Bolche Derte Takuyubo. Sehen wir uns die Wunden meines Bruders an. Er hat starke Schmerzen. Nein, rühren Sie sich nicht vom Fleck. Ich bin Arzt. Ich erledige das. Ach, wenn ich doch nur genug Zeit gehabt hätte, meine Arzttasche mitzunehmen. Nehmen Sie diesen Schlüssel. Er ist für den Medikamentenschrank. Wenn Sie wirklich Arzt sind, können Sie meinem Bruder helfen. Mal gucken. Ein Arzt abgeschlossen. Wasserstoff, das wird... Okay. Da. Da. So. Der Verband sollte gegen die Entzündung helfen. Danke. Der Auftraggeber für die Bombe. Um wen handelt es sich? Sie gehören nicht seiner Organisation an? Welche Organisation? Deren Anführer er ist. Und die für unseren Zustand verantwortlich ist. Die uns gefoltert hat. Warum wurden Sie gefoltert? Damit wir unseren Mund halten. Ich verstehe. Der Kopf einer kriminellen Vereinigung hat eine Bombe bauen lassen, die er dann in Richter Beckets Haus platziert hat. Nach dem Anschlag ließ er sie foltern, damit sie nicht reden. Ja. Und warum Richter Beckett? Er war im Besitz belastender Beweise gegen den Auftraggeber. Aber um wen in Gottes Namen handelt es sich? Ihnen den Namen zu verraten, wäre unser Todesurteil. Weiß einer von Ihnen, wo das fehlende Zahnrad ist? Ich glaube, unter dem Holzstapel neben dem Kamin. Okay, gucken wir mal. Ein Zahnrad? Ich muss... Ich brauche...
Komm hier. Hier. Danke, Watson. So. War so simpel, ey. So. Was war das für ein Geräusch? Es ist alles in Ordnung. Mal sehen, was sich hinter der Wand verbirgt. Komm, Holmes. Eine Leiche, ich wusste es. Der Zauberer wurde hier eingemauert. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt wird es Zeit, diesen Ort zu zerstören. Oh, wie? Holmes? Ich kann auch nicht. Irgendwas, das zu zerstören. Also bin ich oben irgendwie noch nicht fertig. Okay. Was riecht hier so? Das ist doch Öl. Oh oh. Holmes? Was machen Sie da oben? Sherlock Holmes ist hier. Nein. Ich bleibe nicht hier. Ich auch nicht. Helft mir hier raus. Keine Bewegung. Sie können uns nicht aufhalten. Sherlock Holmes ist sehr gefährlich. Ich werde hier nicht darauf warten, getötet zu werden. Was für ein Unsinn. Was reden Sie da überhaupt? Sie wissen nicht, zu was er fähig ist. Was machen Sie hier, Doktor? Her mit der Pistole. Wo ist Mr. Holmes? Sie rühren sich nicht vom Fleck. Werde ich verhaftet? Nein, Doktor, natürlich nicht. Kommen Sie rein, Inspektor. Meiner Frau hat Ihre letzte Geschichte im Strand-Magazin gut gefallen, Doktor. Was für ein Abenteuer. Schreiben Sie eines Tages auch über diesen Fall? Tja, also, das weiß ich noch nicht. Aber es freut mich wirklich ausgesprochen, dass Ihrer Frau meine Schreibarbeit so gut gefällt, Constable. Um Himmels Willen, was war das? Inspektor Baines ist tot. Die Wassermühle brennt. Shit. Aber was hat das zu bedeuten? Holmes konnte der Polizei entkommen. Er hat mich von Anfang an getäuscht. Ich will gar nicht daran denken, dass ich indirekt an seinen Verbrechen beteiligt war. So, ja. Und wieder mal sind wir hier in der Baker Street. Und sind wieder von Holmes geplättet, was er wieder gemacht hat. Aber, Baines ist tot. Warum ist er tot? Das und die anderen Fragen, die wahrscheinlich sich stellen, werden wir aber erst in der nächsten Aufnahmesession hier machen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ich freue mich schon, wie es weitergeht. Es wird nämlich langsam immer spannender. Ich hoffe,
Ihr seht das genauso und ich sag bis dahin, haut da rein und tschaußen.